Man should not rule over man. Let knowledge rule again. The Book of Light, Book of Books, and Savior of Mankind. Aum. Du bist krank. Du bist geisteskrank. Und ich sage das nicht als Beschuldigung, sondern nur als Beschreiben eines Zustandes, in dem sich die ganze Welt befindet. Die ganze Welt mit allen darin ist geisteskrank, weil sie nicht da ist, wo sie hingehört. Meine Lieben, this is the Book of Light, das ist die Urschrift. Die alles vereinende Urschrift, die mir diktiert wurde. Und ich wollte es nicht, weil sie mir klar gemacht hat, dass ich geisteskrank bin. Wir sind alle geisteskrank. Mit unterschiedlichen Symptomen. Ja, da gibt es so manche, die sehr mächtig sind und die ganze Nationen beherrschen, die rotten irgendwann in der Hölle, denen wird die Haut abgeschält und sie verlieren nicht das Bewusstsein. Wir wollen dazu nichts sagen. Das betrifft die meisten unserer Politiker, Banker und Priester. Aber wir wollen nicht politisch werden. Ja? Sondern wir wollen darüber reden, warum du, der du jetzt zuhörst und zusiehst, krank bist. Und zwar geisteskrank. Wenn die Wesenheit, die geschützte Umgebung verlässt, was ist die geschützte Umgebung? Das ist der Urgrund. Aber es war uns ja nicht genug. Also fällt sie in die Materie, umgibt sich mit der Materie und kostet von ihr. Dieses Kosten, dieses Anhaften an den Geschmack, ob es Schweinefleisch ist oder Kuhfleisch oder Pferdefleisch oder auch ob es ein Apfel ist oder eine Banane, es ist egal. Leben kann nur auf Kosten anderen Lebens erhalten werden. Nenne mir jemand eine Begründung, dass das nicht stimmt. Nun zahle ich 100.000 Euro, ich habe das Geld. Dieses Buch kostet 2.500 Euro. Ach, deshalb hat der Lanu das Geld. Ja, genau. Ja, ja. Und dieses Buch, einer von Ecke Straube übersetzt, von 12, 13. Band kommt, Band 12. Das übersetzt in 12, 13, 14, 15 Bänden, meine Lieben, in Deutsch. Oh, der Lanu hat so viel Geld, der verkauft so viele Bücher. Ich nehme seit 30 Jahren keinen Cent von meinen Büchern. Darf ich nicht. Also wenn das 2.500 Euro kostet, und einige haben es schon bestellt, dann sind das 1.250 Drucken und 1.250 Binden bei Thiemeier in Berlin. Da arbeiten geniale Menschen daran, die Seiten überhaupt reinzubringen, dass sie überhaupt, wisst ihr, was das wiegt? Warte mal, oh! Jetzt weißt du, was es wiegt. Jetzt weißt du, was die Urschrift wiegt, pass mal auf. Ihr seid alle krank. Und ich bin auch krank. Weil ich überhaupt in dieser Welt bin. Meine Lieben, wo man... Ach, da ruft schon wieder jemand an. Ich bin gleich da. Ihr seid alle krank.
Und ich gehe noch weiter. Äpfel, Bananen, Erbsen, Birnen, Bäume, Berge, Mineralien, Tiere, Menschen, Engel, ja, die höchste Emanation, der sogenannte Gott der Religion, sind alle krank. Warum? Weil sie sich auf eine Ebene begeben, in der sie nicht gehören. Und darum kommt der Tod, das Sterben. Das heißt, meine Lieben, was entsteht, muss vergehen, ist klar? Gut. Bis dass der Tod euch scheidet. Und kommt der Pfaffe und sagt, bis dass der Tod euch scheidet. Naja, den Satz wollen wir gleich vergessen, weil der zeigt dir, dass auch diese Verbindung endlich ist dann, ja? Da möchte man nicht dran denken, aber die Kirchensteuer verlangt das, also bis dass der Tod euch scheidet. Und dann? Oh, sagt die Bibel, dann haben wir ein ewiges Leben im Himmel. Ja, aber Entschuldigung, meine Lieben, der Mensch will doch etwas, das ewig bleibt. Oder? Ja, ich rede hier nur mit... Ein Zehnjähriger kann mich verstehen, wenn ich es spreche. Der braucht keine Bibel, der braucht kein Buch des Lichts, der braucht keine deutschen Übersetzungen. Der kann erstmal ganz klar sehen, was entsteht, muss vergehen. Natürlich viele junge Menschen, Kinder auch, wenn der Opa zu denen spricht und sagt, hör mal du wirst auch mal so alt wie ich, sagt das Kind, nö, ich nicht. Du bist auch, ich bin jung, haha. Und darum, meine Lieben, ist es so, dass die Dummheit uns auf diese Ebene gebracht hat. Aber es war eine notwendige Dummheit, damit wir wissen, wo wir nicht hingehören. Denn Trennung ist auf allen Ebenen in dieser Welt, oder? So, ja, wo gehören wir dann hin? Meine Lieben, gibt es eine andere? Warum wollen die Menschen das Ewige? Weil sie daher kommen, und zwar das wirklich Ewige. Nicht das, was einen Anfang hat und kein Ende, und so, das gibt's nicht. Was anfangs und endlos ist. Und das ist das Nirvana. Da gehören wir hin. Ja, wenn wir dahin gehören, warum sind wir denn hier? Entschuldigung. Eben, frag dich mal. Dummheit? Nichtwissen, Unwissenheit über das Leidvolle jeglicher Existenz, die einen Anfang und ein Ende hat. Und da müssen wir durch, meine Geliebten. Da müssen wir durch. Bis wir endlich loslassen, geleitet durch das Buch des Lichts, welches die ganze Welt mit allem darin erklärt. Ja, es braucht manchmal einen Aufweckbums für gewisse Leute. Dass sich endlich von ihren falschen Schriften sich abwenden. Ehre sei Nila Kanta Agni, Ehre sei Elke Straube, Padita Dixita und alle anderen, die mir helfen, diese Lehre zu verbreiten. Ich habe nichts davon, ich verdiene kein Geld dran. Es ist das teuerste Buch der Welt. Das teuerste handgeschriebene englische Buch der Welt. Über 40 sind bereits verkauft. Oh, ist das toll. Ja, ja, genau. Meine Lieben, die Zeit ist gekommen für Eigenverantwortung. Du musst wissen. Schau mal, ich gebe dir ein Beispiel. Es gibt wissenschaftliche Thesen. Der eine sagt so, also approbierte Wissenschaftler und Mediziner, und der andere sagt so, dagegen. Wem sollen wir glauben? Wem sollen wir glauben? Tja, die Entscheidung liegt bei dir, weil bei keinem sonst. Mach dich sachkundig. Studiere das Buch des Lichts und seine Zweitschriften. Wir sind alle krank. Aber jetzt sage ich euch was. Es war und ist und wird sein eine notwendige Krankheit. Denn nur der Kranke wird gesund. Jetzt mal ein bisschen übertragen auf die jetzige Welt. Das jetzige vergängliche Leben. Der Kranke will gesund werden. Wie ist dein Verlangen nach der Gesundheit? Dass du wieder weiter hier in dieser Welt sein kannst? Essen, trinken, aufs Klo gehen? Ist das dein Ziel?
Ja, mach doch. Dann isst du und trinkst du, stirbst und gehst aufs Klo. Oder davor, isst du und trinkst du, gehst aufs Klo und stirbst. Ja, mach doch. Selbst dann. Oh. Mein Anatar hat gehustet. Selbst dann, wenn du reinkarnieren wirst, willst und wirst, du wirst reinkarnieren. Auch wenn du das jetzt gehört hast, denn du bist eigentlich noch nicht bereit. Du zögerst noch, du zweifelst noch. Du sagst, und dann stirbst du mit dem Verlangen nach Sehen, Hören, Fühlen, Schmecken, Tasten, Denken. Es ist doch schön zu sehen, es ist doch schön zu hören. Zum Beispiel diese Botschaft. Ja, aber diese Botschaft unterscheidet sich von allen anderen. Sie verkündet das Geheimnis der Loslösung von allem Leidvollen. Und was ist leidvoll? Was ist leidvoll? Was bringt Leid? Na, alles Vergängliche. Warum? Es wird uns genommen. Warum sonst? Da brauche ich doch kein, da brauche ich doch das nicht. Da kann auch ein Kind mich verstehen. Darum, das Buch des Lichts für Kinder. Was entsteht, muss vergehen. Jetzt habe ich die Wahl. Pass auf, ich habe zwei Möglichkeiten. Ich hafte an, am Entstehenden und Vergehen und erfahre diese Situation immer neu oder ich löse mich davon. Und wie soll ich sagen? Und gebe mich nicht mehr. Was ist denn das hier? Schau mal hier! Was ist denn das? Das ist ein Zettel von der Reinigung. Der wurde gereinigt. Da habe ich hier einen Zettel bekommen. Donnerstag kann ich es abholen. Meine Lieben, liebe Kinder und liebe Babys oder liebe Teenies, glaubt ihr, ihr habt immer denselben Körper? Ne. Aber ihr erfreut euch an der Situation des Körpers, keine Frage. Was ist das Thema heute? Du bist krank, ihr seid krank. Weil ihr euch identifiziert mit dem, was entsteht und vergeht. Krankheit im weitesten Sinne. Ehre sei dem Buch des Lichts. Ehre sei. Entschuldigung, dass ich. Ich entschuldige mich beim Buch des Lichts, dass ich es so behandelt habe. Hier mit runterkrachen und so. Gottes Willen. Krankheit im weitesten Sinne bedeutet, an etwas zu haften, was krank macht. Was macht krank? Was entsteht und vergeht? Ja, eigentlich macht das nicht krank, sondern die Anhaftung daran. Wer einen Körper hat, will gesund sein. Oh, er möchte dies und das, er hat Gicht und das und jenes. Ach, soll man Fleisch essen, soll man nicht, soll man Obst essen, soll man Gemüse essen, soll man Salat essen, soll man Pferde essen, soll man Esel essen, soll man gar nichts essen? Meine Lieben, merkt ihr denn nicht, dass ihr gar nicht hierher gehört? Hat das jemand von euch schon mal gemerkt? Wie oft? Pass auf, Ehre sei dem Buch des Lichts und seiner Zweigschriften. Achten Sie auch in dieser Sendung wieder auf Schleichwerbung. Wie oft willst du noch geboren werden, leben und sterben? Wie oft willst du noch getrennt sein von Liebem, vereint mit Unliebem? Wie oft willst du noch lieben, hassen, dies und jenes? Und dadurch, interessanterweise, einen neuen Anhaftungszustand erlangen, der dich wieder zurückwirft in diese Welt. Jetzt kannst du sagen, ist doch wunderbar. Ich sage ja nichts dagegen. Aber dann handle wenigstens so, dass du in deinem Krankheitszustand, in dem du wieder sein wirst, auch die höchsten Engel sind krank. Da wollen wir mal ganz klar sagen, ja? Auch die Devas, über die ich ein Lied komponiert habe, gesungen habe. Irgendwann rollt sich das ganze Universum laut Buch des Lichts. Alle 311 Billionen 40 Milliarden Jahre rollt sich alles wieder ein. Und da ist wieder alle Wesenheiten, der Urgrund und Mula Prakriti, die Urmaterie, genau die. Wie? Du bist krank. Ich bin auch krank. Wir unterscheiden uns nur in unserer, vorsichtig,
in unserer Unterschiedlichkeit der Symptome. Wer ins Kloster geht, ein ehrlicher Mönch und eine Nonne, die sind 10 Millionen Mal weniger krank als der Rest der Menschheit. Weil sie ahnen schon, jetzt pass auf, hör genau zu. Sie ahnen schon, the shistas and remainders, when the monads pass from one globe to the other. Meine Lieben, sie ahnen schon, dass das weltliche Leben in diesem Körper so stark er auch sein mag, vergänglich ist. Du bist vergänglich. Sie ahnen es. Und was wollen sie? Ich bitte euch, meine Lieben, ich rede hier keinen Quatsch. Sie wollen etwas, das ewig hält. Wo suchen sie es? Im Himmel. Augenblick. Komm gleich. Heute geht's tief. Keine Gnade. Ich vergeude meine Zeit und eure nicht. Ich mache euch auf euren Krankheitszustand aufmerksam. Der religiöse Mensch erhofft sich ein ewiges Leben im Himmel. Wer die wahre Bedeutung der Bibel gelesen hat, der weiß, dass es solch ein ewiges Leben nicht gibt. Und zwar wiederum für jeden vernünftig denkenden Menschen bewiesen. Denn die Bibel wurde übersetzt aus dem Griechischen. Und da steht es drinnen, hier, dass man im Himmel ein Äon oder Äonen verbringt. Und das haben die lieben Menschen, und wie ich immer sage, die Lügner auf Wikipedia, die lügen über mich auch. Ja, guck mal Wikipedia Christian anders, was die zusammenlügen, ist egal. Was die übernehmen, sagen, in der Bibel steht, ein ewiges Leben im Himmel. Das Wort ewig gibt es nicht in der Bibel. Ja, liebe Christen und Muslime und Bibel und Koran. La ilaha illa Allahu Akbar. Ja genau, im Himmel ist Jahrmarkt. Im Himmel ist vielleicht Jahrmarkt, aber nicht ewig. Der Mensch aber will etwas, was nicht der Veränderung unterliegt. Und er sucht es verzweifelt in dieser Welt, in Kunst, Kultur, Wissenschaft, Religion. Indem er immer weiter nach außen sich entwickelt und sagt, vielleicht ist es auf dem Mars, da wollen wir ein Loch bohren. Vielleicht ist es auf dem Mond, da sind wir auch gelandet. Die haben überhaupt keine Ahnung, was diese Planeten sind. Die haben keine Ahnung davon, was von einer Planetenkette ist. Aber vielleicht ist es da draußen. Da habe ich immer gesagt, ihr wollt den Unrat loswerden, Atommüll und so? Nehmt doch eine riesen Raketen und schießt sie, füllt sie ab mit dem Dreck und schießt raus in den Weltraum. Ja, nicht zu nah an die Erde, denn ich habe, im Buch des Lichts steht schon seit 30 Jahren und mehr, naja, Buch des Lichts ist Billionen von Jahren alt, aber auch in den Übersetzungen und so weiter, dass wir umgeben sind von Weltraummüll. Ja, was nun? Pass mal auf, das Zeug ist noch in der Erdanziehungssituation. Das wird runterkrachen. Ja, meistens kracht es auf Sibirien oder ins Meer oder irgendwo und dann glüht irgendwas auf, aber wenn es mal auf den Kopf kracht, dann wird es schon sehen. Wir sind umgeben von Dreck. Fast hätte ich gesagt von Sch. Aber wir wollen freundlich sein. Meine Lieben, wie lange lebst du noch? Du kannst jeden Augenblick sterben. Also sei dir immer dieser Sache bewusst, nicht angstvoll. Wir haben oft darüber gesprochen. Denn in dem Zustand, in dem Verlangenszustand, so anders gesagt, in dem du dich gerade befindest, sagen wir, ich sterbe jetzt. Ja, in dem Bewusstseins- und Verlangenszustand, in dem ich bin, werde ich wiedergeboren. Komme ich sofort nach Nirvana? Ich nicht.
Brauchst du einen Guru? Nimm den Dalai Lama. Der ist sehr gut. Das ist Guru, meine Lieben. Und wenn ich alleine in der Höhle sitzen würde und die ganze Welt würde mich verachten, ich hätte immer noch das in mir. Mit anderen Worten, was ich sagen will, ist, du kannst kein Glück in dieser Welt finden. Du kannst nicht mal ein Glück finden in den höchsten Himmeln der Religion. Denn auch die, das sehen wir in der wahren Bedeutung der Bibel, ich zitiere, ich kenne die Bibel, ich war 10 Jahre im Kloster, erzähl mir nichts. Ja? Ich kenne sie auf Deutsch, Italienisch, Lateinisch und Spanisch. Ich kenne die Bibel. Das steht ganz klar drin. Alle, wie soll ich es ausdrücken? Alle Ebenen werden aufgerollt werden wie eine Buchrolle. Das steht auch im Koran. Pass mal auf. Bei den Römern damals sind in der Arena Leute gestorben. Damals war das so, wie heute zum Fußball geht man da. Ja? Ganze Familie. Das Kind hat gesagt, Papa, guck mal, dem beißt der Löwe dem Christen gerade im Bein ab. Karma lässt dich nicht locker. Ich lasse dir, Karma kümmert sich um alles, aber egal. So, warum habe ich das jetzt gesagt? Man hat den Ewigkeitszustand, sucht man ja immer, auch bei der Hochzeit, bei der Ehe. Aber da kommt immer ein Bumm, bis dass der Tod erscheidet. Recht unbefriedigend. Denn die ewige Liebe, womit habe ich 25 Millionen Platten verkauft? Ich bin Nummer 1 der Charts. Im Augenblick mit SOS im Wunderland. Ich habe immer, meine Lieder handeln von der Suche nach etwas Vergänglichem, von dem man hofft, dass es ewig ist. Leite ich jetzt die Menschen in die falsche Richtung? Ja, mein Gott, ich bin kein Guru. So. Willst du geheilt werden? Und zwar für immer. Dass du nicht mehr in den Krankheitszustand fällst, dann musst du dich mit der Lehre befassen. Willst du immer wiederkommen, musst du dich auch mit der Lehre befassen, damit du dir ein so günstig wie mögliches Karma ermöglichst. Ja, oder. Schaffst, eine Basis schaffst für das nächste Leben. Ja, wenn du als Pornostar in einem Porno-Aktion stirbst, dann kannst du doch nicht erwarten, in einem geschlechtslosen Himmel zur Welt zu kommen. Was? Das ist alles Logik. Das Buch des Lichts ist rasante Logik. Klare, radikale Logik. Wie der Mensch sät, so muss er ernten. Sagt die Bibel. Und entfernt hat man Leben für Leben. Man hat die Reinkarnationslehre von der Bibel entfernt. Wie, warum und weshalb? Könnt ihr hier sehen. Meine Lieben, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Ja, was mache ich jetzt nach diesem Vortrag? Na, ich versuche mich auch ein bisschen weiter mich zu lösen. Zum Beispiel in der Meditation. Na, da muss ich eine Warnung aussprechen. Eine Warnung. Wenn du keine loslösenden Voraussetzungen schaffst und gleich meditierst, kommst du ins Irrenhaus. Wie die meisten buddhistischen Mönche. Die haben alle einen Klaps. Warum? Die hören von der Lehre, rammeln weiter und machen ihre Sachen und so weiter und meditieren aber jeden Tag und lösen sich. Das ist falsch. Wird das Pferd von hinten aufgezäumt. Meditation macht nur Sinn, wenn du auch in deinem Leben eine loslösende Tendenz hast. Es gibt Menschen, die meditieren, damit sie mehr Erfolg in der Welt haben. Die landen alle in der Hölle. Ich kenne Konzernbosse. Man hat mir in L.A. angeboten, 40 Luxuswohnwagen in Mexiko am Goldstrand. Wenn ich den Leuten Meditation beibringe, ich war beim Rudi Carrell mit der Werbung, habe ich leider gemacht, also zunächst. 1/4 Million im Jahr, na, damals war ich obdachlos unter der Brücke, das war es nicht schlecht. So.
Wenn ich den Leuten Meditation beibringe, den Konzernbossen und den Angestellten unter anderem, damit sie besser in der Welt etwas leisten. Das ist schwarze Magie, meine Lieben. Das ist schwarze Magie. Und das habe ich nicht gemacht. Und ich war hübsch und jung. Oh. Ja, ja. Und ich hatte lange Haare. Schau mal. Oh, die hatte ich. So in der Richtung etwa. War das. Ja, genau, genau. Meine Lieben, ich habe dann natürlich Nein gesagt. Aber es war verführerisch, das zu machen. Ja? Das Buch des Lichts lehrt, wie du diesem Irrenhaus, dieser geisteskranken Welt, regiert von Geisteskranken, entkommen kannst, um nicht mehr hierher zu kommen. Lass doch die anderen! Willst du die Welt retten? Vielleicht will sie gar nicht gerettet werden. Rette dich selbst. Beginne du, nicht mehr dich nach außen zu entwickeln, sondern nach innen. Wurscht, wie lange es dauert. Und wenn es 1 Million Jahre dauert. Ich liebe euch alle. Ach ja. Are you happy with yourself? Do you have somebody to love? And has life been good to you? Ooh, ooh, ooh. Look around you and see. There are many who would like to be as happy as you. So why don't you just stop and ask? Hello, how are you? What can I do for you? I have the feeling you need help, you need help. Hello, please listen. Life is much easier if you can talk to a friend. Some people might ask, what is that crazy guy? And why does he ask me such questions? But you know, we are all brothers and sisters and soul, and we should always, always care for each other. So let's ask, hello, how are you? What can I do for you? I have the feeling you need love, you need love. Hello, hello, please listen. Life is much easier if you can talk with a friend. Oh yeah. There's always a sunshine after the clouds have gone. Together we can make it, together we can take it, and soon you will smile again. Woohoo! Hello, how are you? What can I do for you? I have the feeling you need help, you need help. Hello, please listen. Life is much easier if you can talk to a friend.